Hier ist Ronja und wie versprochen kommt heute der zweite Teil von Ein verstecktes Video im Schrank meiner Mutter enthüllt ihr dunkles Geheimnis. Falls ihr den ersten Teil dazu nicht gesehen habt, ich verlinke euch das hier oben bei der Infocard. Dann könnt ihr euch das anschauen, bevor ihr den zweiten Teil anschaut. Ja, das ist wichtige Vorgeschichte. Also klickt da drauf, guckt euch das an, ich warte hier und dann guckt diesen Teil. So, an alle, die jetzt den ersten Teil schon geguckt haben, herzlich willkommen. Wir gucken Teil 2. Let's go! Zuerst schien alles normal zu sein, als ich an einem Punkt im Video sah, wie sich meine Mutter und mein Onkel gegenseitig anlächelten. Mm. Dann lehnte er sich vor und flüsterte meiner Mutter etwas ins Ohr. Meine Mutter kicherte und verließ dann den Tisch. Und ein paar Sekunden später verließ mein Onkel auch den Tisch und folgte ihr in die gleiche Richtung. Es war alles so bizarr. Wusste mein Onkel etwas, das ich nicht wusste? Vermutlich. Was hatten sie zusammen auf dem Hochzeitstag meiner Großeltern? Und wusste er, dass meine Mutter meinen Vater betrogen hat? Mit ihrem Onkel. Hundertprozentig mit ihrem Onkel. Ich habe es im ersten Teil schon gesagt. Ich sage es nochmal. Es ist garantiert der Onkel. Nie im Leben ist es noch ein anderer Mann. Schrieb Nicole und informierte sie über die neuen Informationen. Ich wusste, dass ich nicht zu viel reininterpretieren sollte und dass mich das alles wahrscheinlich nichts anging. Aber meine Mutter sagte mir immer, dass sie es besser wusste, weil sie die Erwachsene war. Aber sie war diejenige, die herumschlich und andere Typen hinter dem Rücken meines Vaters küsste. Aber okay, also ich meine, ja, gut, ja, dass du da Licht an die Sache bringen möchtest. Aber das ist jetzt ja auch schon eine Weile her, ja? Du warst 4 in dem Video. Ich nehme mal an, du bist jetzt mindestens, sagen wir mal, 16. Also sind es schon mal auf jeden Fall so 10, 12 Jahre, die das Ganze her ist. Ab dem Punkt kannst du doch einfach mit deiner Mutter reden. Oder geh zu deinem Dad. Wahrscheinlich haben deine Eltern drüber geredet, wenn das so lange her ist. Wenn nicht, dann geh zu deinem Dad. Er hat es auf jeden Fall verdient, es zu wissen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also ich würde, wenn ich sowas mitkriegen würde, das meinem anderen Elternteil sagen. Sie sagte mir, dass das verdächtig klang. Und es war seltsam, dass sie sich so nah waren. Hm. Ich wusste, dass sie recht hatte. Schließlich hingen meine Mutter und mein Onkel nie zusammen rum. Ich ging den Raum auf und ab und stampfte mit den Füßen, bis mein Telefon wieder summte und ich sah eine SMS, die mein Blut gefrieren ließ. Nicole schrieb mir, was ist, wenn deine Mutter eine Affäre mit deinem Onkel hat? Alter, oh Gott, Nicole, ich konnte das nicht glauben. Auf keinen Fall. Ich schrieb ihr eine SMS, aber sie antwortete und fragte, ob der Typ, den meine Mutter auf meiner Geburtstagsfeier küsste, wie mein Onkel aussah. Ich dachte darüber nach und spulte das Video zurück, um genauer zu sehen, was vor sich ging. Und Nicole lag nicht falsch. Der Typ, den meine Mutter an meinem Geburtstag küsste, hatte die gleichen Haare wie mein Onkel. Oh. Und ich kannte ihn nirgendwo sonst auf dem Schön, schön, dass mit dem roten Kreis noch eingezirkelt wird. Sehen. Ich geriet in Panik und mir wurde bei dem Gedanken benommen. Ich fragte mich, ob mein Vater davon wusste. Dann sag's ihm. Oder red mit ihm. Ich es ihm sagen musste. Ja. Aber zuerst wollte ich sicher sein. Ich Dann red mit deiner Mutter konfrontieren. Ja. Später an diesem Tag hörte ich meine Mutter nach Hause kommen und anfangen, das Geschirr zu spülen. Ich rannte nach unten, um mit ihr über alles zu sprechen. Sehr mein gut. Mein Kopf tat immer noch weh von all diesen neuen Informationen. Und? Mom, hast du eine Affäre mit Onkel John? Fragte ich, sobald ich in die Küche kam. Meine Mutter sah nicht einmal auf. Sie spülte einfach weiter das Geschirr und sah auf ihre Hände herab. Wovon redest du, Francesca? Antwortete sie. Sie nahm mich nicht einmal ernst. Also come on! Ich meine, erstmal weird. Weil normalerweise würde sie ja irgendeine Reaktion zeigen. Aber Frage ist auch schlecht formuliert, weil du hättest sagen müssen, vor 12 Jahren, als ich 4 Jahre alt war, hattest du da eine Affäre mit Onkel John, oder? Also erzählte ich ihr alles. Ich erzählte ihr, was ich auf den Videos gesehen hatte. Ich sagte, dass ich wusste, dass sie mich anlog. Oh. Meine Mutter drehte sich um und sah mich mit offenem Mund und Surprise Pikachu Face. Augen an. Sie war in Panik. Ich konnte es in ihren Augen sehen. Sie ließ den Teller, den sie hielt, fallen und er stürzte zu Boden. Dann fing meine Mutter an zu weinen. Grüne Tränen? What? Was ist denn mit der Mutter los? Die Mutter hat irgendeine unheilbare Krankheit, Mann. Also die Tränen sind grün. Ich hatte sie noch nie zuvor weinen sehen und es erschreckte mich total. Und dann gestand sie alles. Sie sagte, dass sie vor Jahren Boys, begonnen hat. Was ist denn da los? Ne, ihr als Kenner, wie soll ich sagen, Künstler, Photoshop-Experte, Gimp-Veteran, wie auch immer wir es nennen möchten. Ich weiß, dass man die Sättigung oder was auch immer hoch und runter stellen kann und die Opacity, also die wie durchsichtig das ist, kann man auch umstellen. Ich nehme an, da hat jemand mit Blau einfach drüber gemalt und durch den Hautton wurde das dann grün. Aber das muss man doch sehen. Da muss man doch denken, das ist nicht gut. ...mit meinem Onkel zu haben, nachdem sie meinen Vater geheiratet hatte. Sie sagte, sie sei sich sicher, dass es niemand herausfinden würde, weil sie es vor über 10 Jahren beendet hatten. Guck! Ich konnte es nicht glauben. Ich war so wütend. Wie konnte meine Mutter meinem Vater das antun? Es war so falsch. Aber dann wurde mir etwas klar, das mich dazu brachte, mich übergeben zu wollen. Okay. Wenn meine Mutter gleichzeitig mit meinem Vater und meinem Onkel zusammen war,
Wer war dann mein Vater? Also, habe ich das jetzt falsch verstanden? Du warst doch 4, als du das gesehen hast. Wie lange haben denn Leute Affären? Die wird doch keine 5 Jahre lang eine Affäre mit dem Onkel gehabt haben. Das ist unrealistisch. Das ist Quatsch. Das ist reiner Quatsch. Ist mein Vater überhaupt mein richtiger Vater? Fragte ich sie. Ich fühlte, wie mein Magen sich drehte. Mir wurde schwindelig. Nichts machte mehr Sinn. Mom sagte, sie wusste es nicht. Ich konnte es nicht glauben. Ich wollte nicht einmal... Die orangenen Haare, wir hätten es wissen müssen vom Anfang an. Die Haarfarbe der Vater. Warte, wir ermitteln hier. Ah, der Vater hat auch orangene Haare. Okay, es könnten beide sein. Okay, okay. Nochmal Glück gehabt. Im Haus wie sie sein. Also rannte ich weg. Ich verließ mein Haus und schlug die Tür hinter mir zu. Ich wusste nicht, wohin ich gehen wollte, aber ich lief einfach weiter, während mir Tränen aus den Augen flossen. Bevor ich mich versah, war ich bei Nicoles Haus. Ich erklärte ihr alles. Es fühlte sich an, als wäre mein ganzes Leben eine Lüge. Nicole fragte ihre Eltern, ob sie noch eine Weile bleiben könnte. Damit hatten sie kein Problem. Das ist nett. Ich war so erleichtert. Das ist gut. Nicoles Eltern. Nichts mit meiner Mutter zu tun haben. Aber Mama erfuhr davon und erschien am nächsten Morgen beim Haus. Sie flehte mich an, nach Hause zu kommen. Sie sagte, dass Papa Fragen stellte und sie nicht wusste, was sie sagen sollte. Sie weinte und sagte, dass es ein Fehler war und sie vermisst mich. Es war schrecklich, sie so traurig zu sehen. Aber ich konnte nicht zurück. Noch nicht. Ich erklärte ihr, dass sie Papa über die Lügen und die Affäre aufklären musste. Gut so. Und dass ich einen DNA-Test wollte. Auch gut so. Wer von den beiden mein echter Vater war. Francesca, let's go! Erster rationaler, echt passiert, animierte Geschichte-Charakter. I like it! Danach ging alles sehr schnell. Meine Mutter erklärte meinem Vater alles. Und er warf sie aus dem Haus. Er kam und holte mich ab und wir weinten lange Zeit zusammen über alles, was geschah. Er ging mit mir, um den DNA-Test durchzuführen. Und wir fanden heraus, dass mein Onkel wirklich mein biologischer Vater war. Rip. Ich weiß nicht, wer trauriger darüber war. Ich. Dann hat die Mutter straight up 5 Jahre lang eine Affäre gehabt und keiner hat's gemerkt. Aber Papa sagte, dass er mich trotzdem noch liebt und dass ich immer seine Tochter sein werde. Ja, ist ja auch nicht ihre Schuld. Egal, was ein Stück Papier sagt. Es war mir auch egal. Ich beschloss, dass ich nichts mehr mit meiner Mutter oder meinem Onkel zu tun haben wollte. Sie haben unsere Familie ruiniert. Vielleicht wird die Zeit helfen, den Verrat zu heilen, den ich fühle. Aber im Moment will ich mit keinem von ihm sprechen. Außerdem wird mein Vater immer derjenige sein, der mich aufgezogen und sich um mich gekümmert hat. Und das wird sich nie ändern. Wurdest du schon einmal von einem Elternteil verraten, dass du liebst? Schreib deine Erfahrungen und deine Gedanken. Das ist wie wenn du bei deinem Therapeut sitzt und die sind nur so, wie ist deine Beziehung zu deinem Vater? Hat dich schon mal ein Elternteil verraten? Fühlst du dich vernachlässigt? Und du sitzt nur da und bist so, wissen sie das? nein, aber crazy, crazy. Das scheinen auch wieder ältere Geschichten zu sein. Also, I'm sorry, das ist ja 2019. Also, falls ihr die schon gesehen habt, es tut mir leid, ja. Es tut mir jedes Mal. Schreibt irgendein Fuchs von euch in die Kommentare. Ich kenne die Geschichte schon, Ronja. Also, bitte. Ich drücke wirklich alle Daumen, ja. Ich versuche alles. Aber irgendjemand kennt sie immer. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und abonniert diesen Kanal, wenn ihr mehr von mir sehen möchtet und ihr es noch nicht gemacht habt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Und macht's gut. Bis morgen. Ciao.